durchgebrannt ist und dann wollte er eine halbe Hose einen Obdachlosen schenken, aber der wollte die nicht. Sagen Sie mal, was mich auch interessiert, dieser zerstreute Professor, Sie sind dafür natürlich rein äußerlich schon geeignet, aber während der deutschen Welle wirkten Sie ja mit in der Gruppe gesundes Volksempfinden. Was trieb die eigentlich? Bitte? Was trieb die eigentlich? Sangen Sie so Lieder wie die anderen, da, 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 oder? Nee, ich habe dann zum Beispiel, man hat ja damals, also erstens muss ich mal sagen, wenn ich da heute drüber nachdenke, muss ich sagen, ich bin manchmal wirklich jemand, der so viele Sachen mitmacht. Und zwar jetzt nicht, weil ich so jemand bin, der so hinterherläuft, sondern weil ich denke, das muss ich auch mal machen. Wie machen die das eigentlich? Also zum Beispiel gab es damals so eine Gruppe, die hieß Deutsch-Amerikanische Freundschaft, DAF, kennt vielleicht noch einer. Und die hatten als erstes eine, ich war immer am Musikalischen mehr interessiert. Texte, da höre ich immer so halb nur zu, ist ja auch klar, so spreche ich ja auch. Und die hatten da so einen Sequenzer dabei, das gab es damals noch nicht so. Der ratterte da so lange irgendwelche eingegebenen Sachen durch, so wie heute Computer, bis man den Strom rauszieht. Und da hatte dann noch jemand, ein lebendiger Schlagzeuger versucht, da mitzu. Es war alles so interessant, dass ich irgendwie dachte, Menschenskinder, wie geht das überhaupt? Ergebnis, ich habe da eine Band gehabt, die hieß The Tanzdiele. Das war eine ganz harmlose Band. Wir haben zum Beispiel als erstes hier im SO36 gespielt. Und da flog mein Keyboard mal so durch die Zuschauer. Es kam allerdings auch wieder zurück. Da dachte ich, mein Gott, nochmal, es fehlt nur das MIDI-Kabel. So gefährlich ist das hier gar nicht in dem Viertel. Und das war so Punkze oder in Hamburg das Versuchsfeld. Das waren alles so Auftrittsorte, wo ich dachte, normal fühle ich dann nicht. Aber im Schutz einer Band und mit Leuten, die sowieso schon betrunken da pogoisierten, war das okay. Und das gesunde Volksempfinden war genauso etwas, das war eben dann typisch neue deutsche die Welle. Tanzdiele nannte sich doch später Tanzdiebe oder so. Ja, weil wir hatten einen Mixer, einen Toningenieur eines Studios, wo wir es aufgenommen haben. Und der wollte, als wir einen Plattenvertrag, damals, das war ja zu der Zeit, jeder, der eine Gitarre schon mal angeschaut hatte, kriegt einen Plattenvertrag. Und da haben wir irgendwie in Hannover bei so sehr seriösen Herrschaften, ich wollte ihn einmal anrufen, da sagte seine Sekretärin, ja, der kommt übermorgen aber aus dem Gefängnis raus, die Hunde sind aber noch hier. Also und solche Geschichten könnte ich da stundenlang erzählen, aber das ist langweilig. Nur, und das wollte dieser Mann nicht, weil der da ein bisschen mit integriert war in dem ganzen Team. Und da habe ich dann gesagt, komm Junge, bevor wir uns hier mit irgendwelchen Rechtsanwälten, die kann ich alles nicht vertragen, ich habe was anderes zu tun. Und deswegen haben wir dann aus dem L leider ein B gemacht, Tanzdiebe. Ich weiß, ich sollte nicht... Es ging dann auch bald den Bach runter. Und gesundes Volksempfinden finde ich nach wie vor, also heute, irgendwie vollkommen kirre. Weil es nannten sich andere auch so ein bisschen, ohne dass sie genau wussten, was sie da machten. Ich finde das heute unverantwortlich, aber wir haben dann halt da auch, wenn man es richtig interpretiert, das ist ja manchmal bei Kunst so, dann gelten die schlimmsten Sachen plötzlich dann doch, werden dann etwas entschärft. Aber ich denke, wir waren da nicht bewusst und das war eine kleine Phase. Na, ich habe gedacht, gesundes Volksempfinden sollte natürlich die Absurdität dieses Begriffs natürlich, in der Nazizeit zeigen. Klar. Aber wie fanden Sie denn die deutsche Welle mit da, da, da oder ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht? Also diese ganze Verkehrung oder diese 8 Vornamen, die habe ich schon wieder alle vergessen, die da hintereinander gesungen werden. Ich fand das ja ganz witzig. Ja, das ist ganz witzig, aber ich habe da nicht so... Ich habe mich dann wieder für das technische, für das kleine Keyboard interessiert von dem Sänger von da, da, da. Da habe ich gedacht, der drückt da nur immer drauf. Ja. Das interessierte mich dann wieder, die ganzen anderen Sachen.